Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Royal Bunker Box von Kool Savage und Sido. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Royal Bunker, es ist soweit, die beiden, ja, mehr oder weniger Rap-Legenden, möchte ich fast sagen, Kool Savage und Sido, haben es geschafft, haben ein gemeinsames Collabo zusammen gemacht. Dieses lautet Royal Bunker. Also für alle, die noch nicht so lange dabei sind, das war die mehr oder weniger Geburtsstätte des Berliner Rap, des Berliner Hip-Hops. Dort haben sich die Künstler damals getroffen, also unter anderem eben die Rapper, die dann später bei Agro Berlin waren, Sido, B-Tight und eben auch Kool Savage. Ja, wir werden das Ganze mal aus dem Plastik befreien. Und eins vorab, also es ist keine, ich sag mal, reguläre Box vom Inhalt her, sondern es wurde auch schon bereits viel diskutiert, es ist vom Inhalt mehr oder weniger ein Bundle. Also wir haben hier eine Box, allerdings ist der Inhalt, ja, wir sehen es hier schon, lediglich Album-CD, Instrumental-CD und T-Shirt in Größe L. Also ist jetzt nicht allzu viel in der Box drinnen, aber dafür war diese auch jetzt nicht allzu teuer. Okay, wir haben hier auf der Vorderseite ja so einen grauen Himmel, erinnert ein bisschen an die Vögel von Hitchcock. Savage und Sido, Royal Bunker lesen wir hier. Dann eben diese schwarzen Vögel, schwarzen Raben. Und dann haben wir hier noch immer diese Schriftzüge drüber. Savage, Sido, Royal Bunker, Sido. Und dieses Design zieht sich komplett über die ganze Box. Hier haben wir noch einen Barcode. Hier unten noch die Credits. Und auf der Rückseite dasselbe fortgeführt, inklusive des Inhalts. Es ist eine Klappbox. Geht so auf. Und dann haben wir hier das Album und das T-Shirt. Wie gesagt, mehr ist hier nicht drinnen. Box von innen weiß. Dann werden wir das T-Shirt mal auspacken und das Album mal auspacken. Einmal das T-Shirt und die CD ebenfalls verschweißt. Gut, müssen wir nochmal ran. So, aber jetzt. Jawohl. Also, wir sehen hier auf dem Cover diesen Hai, diesen weißen Hai. In der Nahaufnahme sieht echt mächtig aus. Gefährlich. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Wir haben 14 Tracks. Und wir haben drei Features. Wir haben ein Feature von Lachmann, Nico Santos und Materia. Jetzt bin ich nur etwas verwirrt, weil meines Wissens schreibt man auch Lachmann mit Doppel-N, oder? Bilde ich mir das jetzt ein? Also ich bin mir ziemlich sicher Lachmann mit Doppel-N, aber egal. Von diesen 14 Tracks sind meine Favoriten die Nummer 3, jedes Wort ist Gold wert und Nummer 14, Leben geben. Sind beides eher ein bisschen deepere Tracks, aber die haben mir so am besten gefallen beim Durchhören. Dann haben wir das Booklet. Wenn wir es denn rausbekommen. Also hier sehen wir einmal ein Studio. Ich schätze mal, hier wurde das Ganze aufgenommen. Ja, eine sehr abstrakte Grafik. Schwer zu sagen, was das darstellen soll. Und hier wie so Blutspritzer.
wie wir es auch schon vom Boxcover kennen, diese Schriftzüge, Savage Sido Royal Bunker. Was haben wir hier? Die Infos zu den einzelnen Tracks, wer daran beteiligt war. Dann hier die beiden auf der Couch sitzend. Also links Sido, rechts Sido, links Savage. Dann hier nochmal die beiden Herren. Weitere Tracks aufgelistet, inklusive der Infos, wer daran beteiligt war. Die letzten vier Tracks aufgelistet. Nochmal Savage und Sido. Einmal Savage alleine und einmal Sido alleine. Das dürfte der Nacken von Sido sein. Und hier noch die Unterseite des weißen Hais, der hier ordentliche Narben bzw. Verletzungen davongetragen hat. Die Album-CD, ebenfalls in dieser Grauoptik mit diesen Vögeln, mit diesen Raben. So sieht das Ganze aus. Savage und Sido Royal Bunker lesen wir hier. Und auf der Rückseite haben wir dann die Instrumental-CD. Und hier innen. Ah, es ist gar nicht die Rückseite, natürlich ist die Schnauze, also vorne. Jetzt sieht man es besser. Durchgehend dieser weiße Hai. Und dann haben wir natürlich noch das T-Shirt. Sehr klassisch gehalten, in weiß und schwarz bzw. grau. Und auf der Brust haben wir hier diese Textspirale Royal Bunker, Royal Bunker. Savage und Sido Royal Bunker steht da noch darunter. Neckprint haben wir keinen. Und wir haben es zu tun mit einem Gilden Softstyle Größe L, 100% Baumwolle und Made in Bangladesch. Alles klar, schauen wir uns nochmal kurz im Detail an. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben hier im Brustbereich diese rechteckige Grafik, diese Spirale Royal Bunker und darunter eben in Großbuchstaben Savage und Sido Royal Bunker in so einer, ja, ich sag mal, Schreibmaschinenschrift von der Optik her. Ansonsten das T-Shirt glatt weiß. Ist jetzt vom Design, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht ganz so mein Fall. Also ich persönlich werde es wahrscheinlich nicht tragen. Aber es gibt sicher den einen oder anderen da draußen, dem das genau so gefällt. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt in der Größe L. Das Album inklusive der Instrumentals. Das alles in dieser wunderbaren Box. Royal Bunker von Kool Savage und Sido. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. von der Box? Schreibt es mir in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Kool Savage und Sido unterstützen möchtet, findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.